Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich hier die Laibungen von meinen Türen verputze. Wenn man ein Haus gebaut hat oder wenn man generell renoviert hat oder irgendwo eine neue Tür eingebaut hat, das gleiche gilt auch für Fenster, also eigentlich für alle Laibungen, also Laibung ist das, was hier innen drinnen ist, die müssen verputzt werden. Wenn die Tür eingebaut wird, dann kommt hier so ein Dichtband rein auf den Stein. Aber an sich ist diese Laibung hier offen. Und ich zeige euch jetzt, wie man Laibungsputzprofile setzt, wie man das Ganze verputzt, wie man das filzt obendrauf, welchen Putz man verwenden sollte. Ja, und alles Mögliche, was noch während dem Video so aufkommt. Viel Spaß beim Video und jetzt geht's los. Ich habe insgesamt zwei Türen, die ich verputzen muss. Einmal diese hier und einmal diese hier. Bei der habe ich schon Laibungsputzprofile gesetzt. Bei der nur teilweise, deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an, erstmal wie man die Tür vorbereiten muss und dann schauen wir uns an, was ist eigentlich so ein Laibungsputzprofil und dann kleben wir alles ab und fangen an zu verputzen. Bevor ihr eben anfangt, überhaupt irgendwas zu machen, und ich meine, hier sind die Profile schon gesetzt, aber die Tür stand jetzt so auch schon wieder 2 Monate rum, weil man beim Hausbauen irgendwann einfach keine Lust mehr hat, irgendwelche Sachen zu erledigen, ist es halt jetzt einfach erstmal wichtig, dass wir alles sauber machen, allen Staub wegmachen, überall vielleicht auch mal in die Laibung selber nochmal reingucken, dass der Glattstrich sauber ist, dass wir da eben nachher auch schön aufputzen können und die Laibungsprofile dann auf der Tür auch haften. So, wenn jetzt alles sauber ist und hier wirklich dann der Türrahmen auch schön frei ist von Staub, von irgendwelcher Schmiererei oder sonst was, geht es ans Verkleben von Laibungsprofilen. Ein Laibungsputzprofil, das muss man eigentlich nicht hernehmen, aber ich würde es empfehlen, weil einfach das Ergebnis am Ende schöner wird. So ein Laibungsputzprofil, das sieht zum Beispiel so aus, das hat hier, ich hoffe, das sieht man, das hat hier oben drauf so eine Rille und in diese Rille wird später auch ein bisschen Putz mit reingedrückt, dass das Ganze hält. Hat hier an der Seite oft auch nochmal so eine Lasche, die kann man dann später auch so abziehen. Auf dieser Lasche ist ein Klebestreifen, der es euch ermöglicht, bis zum Rand sauber die Tür oder das Fenster abzukleben. Und manche Profile haben das, dieses jetzt zum Beispiel auch. Teilweise ist hier drinnen sogar nochmal so eine Gummilippe. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine dauerelastische Fuge, die euch an der Tür selber dann... Ja, im Prinzip sieht es so aus, als hättet ihr das sauber einmal mit Silikon oder Acryl abgefugt, aber es ist halt eben eine Kunststofffuge, eine Gummilippe. Das heißt, ihr müsst sie auch nicht in 10 Jahren nachverfugen, die schaut dann eigentlich immer gut aus. Also wäre zu überlegen, dass man das macht. Ich habe, wie gesagt, bei der Tür schon welche drauf und hier auch. Und das sind alles die hier, also mit der Gummilippe. Blöderweise habe ich aber jetzt im Baumarkt nur noch welche bekommen ohne Gummilippe, die ich jetzt gleich auch aufkleben werde. Das heißt, da muss ich dann sowieso noch mal drüber verfugen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, die gibt es eben und ich würde die empfehlen herzunehmen, wenn die Möglichkeit zumindest dazu besteht. So ein Laibungsprofil zu setzen ist tatsächlich gar kein Hexenwerk. Ihr lenkt euch das einfach mal grob ab. Jetzt nehme ich die andere Seite, weil die schöner ist. So, also ich gucke jetzt einfach mal, wie lang wird es wohl maximal sein müssen. So ungefähr. Einfach einmal abzwicken. Ich mache das hier mit so einer Blechschere. Das funktioniert relativ gut. Geht auch mit dem Seitenschneider, geht auch mit dem Cutter. Mit der Blechschere habe ich festgestellt, geht es am besten. Und jetzt muss man halt gucken, dass man das Ganze hier mal sauber anhält. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt eh schon ziemlich gut die Länge getroffen. Ja, das sieht eh schon gut aus, genau. Dann guckt ihr, dass oben und unten nicht irgendwie ein krasser Grat oder so da ist. Und dann braucht ihr im Endeffekt wirklich nur noch hier auf der Rückseite dieses Klebeband abziehen. Ja. Und dann, ja, das ist natürlich wichtig, natürlich mit dieser gelben Klebeseite hier zur Türmitte hin ankleben. Ansonsten könnt ihr da ja nichts mehr festmachen. Also fangt da oben an, richtig schön oben ins Eck rein. So, ich glaube, ich zeige euch das jetzt aus der Nähe nochmal. So, jetzt aus der Nähe nochmal. Ich habe das hier jetzt eh noch nicht aufgeklebt. Ihr seht hier das Ende von der Tür, also die Außenkante quasi, die zur Wand zeigt. Und ich klebe das wirklich einfach nur mit dieser Seite hier, also die Außenseite, die jetzt auch in Richtung Mauerwerk zeigt,
Damit klebe ich das jetzt einfach richtig schön bündig hier dran. Genau, wichtig ist, dass ihr das wirklich schön bündig macht, weil ansonsten das später nicht mehr auf der Tür dann hält. So, das Ganze müssen wir natürlich jetzt für die Oberseite auch noch machen. Da habe ich festgestellt, einfach hier die Gummilasche auf beiden Seiten einmal so umstülpen, auf der anderen Seite auch. So. Und ihr solltet natürlich immer gucken, dass ihr erst die beiden Außenseiten macht und dann quasi die Quer-, also die Längsseite. Schauen, dass man einmal von links nach rechts kommt. Und wenn das mal nicht ganz perfekt passt, dann geht die Welt auch nicht unter. Ja, hier ist jetzt ein bisschen zu kurz. Das ist auch nicht so schlimm. Genau. Ziehen wir wieder die Gummiklebeseite ab und kleben dann noch das wieder ein. Und auch hier wieder bündig oben mit dem Kunststoff an der Tür. So. Genau. Und jetzt könnt ihr links und rechts diese Laschen einmal ein bisschen abzwicken. So. Und so. Und schon habt ihr eine tolle umfasste Tür. So, jetzt habe ich euch gerade so vorgeschwärmt von dieser Klebelasche, die ihr hier habt. Die kann man verwenden, wenn man eine relativ dicke Folie hat. Ich habe aber leider nur so ganz dünnes Folienzeug zum Abkleben. Deswegen habe ich festgestellt, es ist eigentlich besser, wenn ihr da oben drauf direkt einmal mit einem Klebeband drauf geht. Das hat dann zwei Vorteile. Zum einen ist die Stelle hier besser geschützt. Das heißt, wenn ihr da später mit der Kelle langzieht, dann passiert es unwahrscheinlicher, dass ihr mit der Kelle durch das Material durchschlitzt und euch vielleicht im schlimmsten Fall die Tür zerkratzt. Und zum anderen drückt es diese Gummilasche ein bisschen an die Tür von vornherein schon dran. Das heißt, später ist das Ergebnis dann noch schöner. Man kann es in beide Varianten machen. Ich hab eine Tür anders gemacht und habe dann bei der zweiten Tür das mal ausprobiert, weil ich habe innen auch schon verputzt. Und so leicht geht es übrigens ab. Genau, für mich dann festgestellt, ist besser mit dem Klebeband. Das heißt, ich mache jetzt im Prinzip einfach einmal dieses Klebeband ab. Mit langen Fingernägeln geht das auch leichter. So, jetzt habe ich das alles einmal abgemacht und jetzt klebe ich es wie gesagt ab. Also es gibt auch Baufolie, die kann man zum Abkleben verwenden. Die ist dicker und da ist die Wahrscheinlichkeit dann eben geringer. Ich habe jetzt keine da und wollte mir auch nicht extra eine kaufen, weil die teurer ist. Ich klebe das jetzt wie gesagt einmal runter. Und dann klebe ich die Tür ab. Abkleben selber nehme ich so ein ganz normales Abklebeband, was hinten noch eine Kunststofffolie mit dabei hat. Das funktioniert für sowas eigentlich immer gut. Das ist hier eins mit 55 cm Breite. Das reicht locker, weil immer eins links und eins rechts sind. Das heißt, einen Meter kann ich damit überbrücken. Und auch die klebe ich da jetzt eben am Rand einfach drauf. Genau. Ah, das mache ich jedes Mal falsch. Holt euch eine Schere, weil ihr kriegt das nicht durchgeschnitten. Mache ich nämlich jedes Mal falsch. Schere, sonst steht man da ziemlich blöd da. Ja. Und weil wir hier schon abgeklebt haben, müssen wir auch gar nicht mehr so genau zielen. Erst schön in die Ecke rein und mit der Schere einfach einmal durchschneiden. Thank you.
Noch ein wichtiger Tipp: Es gibt immer eine Schüssel im Haushalt. Klebt nach Möglichkeit die Folie nicht an der Tür fest, weil der Nächste macht nämlich von innen dann die Tür auf, weil er es nicht weiß, dass hier draußen gerade jemand verputzt. Alles schon passiert. Und reißt euch dann alles wieder weg. Ärgerlich. Also verkleben, aber nicht an der Tür festkleben. Ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen mir und einem, der es professionell macht. Der Profi erklärt, wie es ist, wenn alles glatt läuft und auf was man achten muss. Und ich erkläre euch, was in einem gemeinsamen Haushalt noch alles passieren kann. Oder wenn man Kinder hat oder was weiß ich. Es geht nicht nur darum, wie man es macht, sondern es geht auch darum, wie man es macht. So, jetzt ist das alles einmal runtergeklebt. Jetzt, ich habe euch ja gesagt, die Problematik wieder mit dem Rand, mit der Kelle, dass man sich da die Tür kaputt macht. Ich werde jetzt nochmal, jetzt probiere ich gleich was Neues aus mit euch, da vielleicht nochmal mit Gaffer drüber gehen, dass das also mit so einem Gewebeklebeband, dass das wirklich, wirklich schnittfest ist. So, jetzt glaube ich, kann nichts mehr passieren. Wie gesagt, wenn ihr jetzt nur streichen würdet oder so, ist das nicht so relevant. Und ich möchte da gern auch ein Augenmerk drauf legen, dass das Abkleben eben wichtig ist, weil ich es halt auch am Anfang nicht richtig gemacht habe und mir teilweise auch eine Tür zerkratzt habe. Das ist richtig ärgerlich. Also deswegen gehe ich da so genau drauf ein. Als nächstes müsst ihr gucken, hier in der Tür überall sind teilweise noch Putzklumpen drin oder da wurde mal rüber geschmiert. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr euch vor allem die Kantprofile überall plus alles, was jetzt weiter über die Tür rüber steht als diese Kante, wirklich mal mit so einer Kelle erstmal sauber macht. Das kann man einfach so, ein bisschen abkratzen. Natürlich jetzt nicht hier rüber kratzen und euch die Seite kaputt machen, sondern halt so anlegen, dass ihr bis zur Kante kommt, aber nicht über die Kante drüber. So, zum Putz anrühren braucht ihr einen Eimer, einen Quirl, natürlich Putz. Das ist vielleicht auch ganz interessant, was man da hernimmt. Das legt ihr mal hier drauf. Das ist jetzt eigentlich egal, was das für einer ist. Wichtig ist, dass ihr halt guckt, dass die Körnung entweder zu eurer bestehenden Wand passt, also bei mir 1 bis 2 mm. Und dass ihr jetzt hier zum Beispiel in einer Garage halt eher einen Kalkzementputz verwendet und keinen Kalkgipsputz, weil im Feuchtraum der Kalkgipsputz einfach nicht gut geeignet ist. Generell ist es auch so, dass ein Zementputz besser zum Filzen geht und deswegen ein bisschen einfacher in der Handhabung ist als jetzt ein Gipsputz, weil der Gipsputz einfach beim Filzen anfängt zu schmieren. Deswegen bin ich generell eher ein Fan von Kalkzementputzen. Auch wenn die, ja, eigentlich kosten sie das gleiche ungefähr. Genau, also es gibt einen Knauf. Ich habe jetzt den hier mitgenommen, weil ich einfach nicht wusste, was ich nehmen soll. Ja. Aber jetzt rühren wir mal an. Zum Anrühren immer erstmal Wasser. Auch wichtig, immer nur so viel anrühren, wie man auch verarbeiten kann. So. Genau, gerade wenn ihr so an Orten arbeitet, wo ihr nicht so viel Platz habt oder wo nicht alles dreckig werden soll, richtet euch den Sack einfach einmal so auf und reißt ihn dann vorsichtig oben auf. So, damit einfach möglichst wenig dreckig wird. So. Ja, und dann rührt ihr halt den Putz an. Also einfach mal ein bisschen was reingeben.
jetzt mal noch eine Stelle, weil eigentlich kannst du ihn auch schütten. Also brauchen wir eh einiges. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also für so eine Tür, es kann schon sein, dass sie 30, 40 Kilo braucht an Putz. Das meint man gar nicht. Genau, und wichtig ist, dass zuerst das Wasser drin ist und dann der Mörtel reinkommt, sonst staubt es noch mehr. So, und von der Konsistenz her sagt man so, dass er steht. Also im Prinzip immer, es soll halt eine Masse sein. Und wenn man hier jetzt durchzieht, seht ihr das, dann bleibt das stehen, die Wände von der Furche, die ich gezogen habe. So, also der soll halt fest auf der Schaufel sein, aber nicht runterbröseln. So. Den nehmen wir jetzt mit. So, bevor es jetzt richtig losgeht, würde ich euch empfehlen, die ganzen Laibungen auch nochmal nass zu machen. Ich mache das hier jetzt mit so einer Sprühpumpe, geht auch mit einer Sprühflasche. Nasser Lappen ist eher blöd. Aber einfach gucken, dass ihr da einmal so alles nass macht. Dann haftet nämlich der Putz besser. Also der Nachteil vom Zementputz ist, dass der nicht so gut haftet wie ein Gipsputz. Aber das geht schon. So, und jetzt bin ich gespannt, wie man das am blödsten erklärt. Aber generell ist es einfach so, macht nicht alles beim ersten Mal perfekt. Ihr könnt da mehrmals drüber gehen und das würde ich euch empfehlen, also in zwei Runden zu verputzen. Die erste Runde ist einfach mal reinklatschen, einmal abziehen, das Ganze einmal rum. Dann kann es nämlich zwischenzeitlich auch ein bisschen fest werden und dann quasi nochmal drauf gehen und den Rest ausbessern. Zum Verputzen selber nehmt ihr halt den Putz und werft den Eimer an die Wand. Ich hoffe, das war jetzt auf der richtigen Höhe. Ich drehe die Kamera mal kurz. So, ich habe jetzt ein bisschen mit dem Licht versucht zu spielen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Ist auch Gefühlssache auf jeden Fall, aber wie gesagt, ihr nehmt den, und es ist eine Riesensauerei, ihr nehmt den Putz halt einfach und mit ein bisschen Bums halt an die Wand. Jetzt nicht so, dass er euch 2 Meter um die Ohren fliegt, aber mit ein bisschen Schwung einfach an die Wand. Seht ihr das? So. Einfach ran. Fertig. Und das macht ihr jetzt einmal rundum mit der ganzen Laibung. Und beim Kopfüberspachteln werdet ihr merken, bei der Oberseite von der Tür, dass das die ganze Zeit rausfällt. Das muss man einfach. Es ist super nervig, aber es geht auch. Jetzt machen wir erstmal links und rechts die Laibungen und dann schauen wir uns das oben nochmal genauer an. So, das war jetzt eigentlich für die eine Seite ein kompletter Kübel. Denkt euch nichts, das ist auch echt eine Riesensauerei. Deswegen eben gut abkleben. Und wie gesagt, wenn ihr euch hier das schön abgeklebt habt, dann müsst ihr da auch nicht so aufpassen. Wie gesagt, wenn ihr die Tür zerkratzt, mega blöd. Schaut auch, dass ihr, wenn ihr dann beim Verputzen seid, unten, wenn was runterfällt, vielleicht gleich den Boden ein bisschen sauber macht, weil es wird später echt fest.
Und ich habe jetzt noch ganz ein bisschen was in dem Kübel drinnen und damit mache ich jetzt eine Haftbrücke, eben wegen hier oben. Das zeige ich euch jetzt auch, wie das geht. Also eine Haftbrücke. Da muss man gucken, dass der Putz jetzt eher ein bisschen dünner ist. Der ist jetzt nicht super weich, aber der ist doch ein bisschen breiiger, dass er halt ein bisschen dünnflüssiger ist. Ja. So, und für die Haftbrücke macht ihr jetzt genau das gleiche, was ihr vorhin gemacht habt. Und schmiert es einfach ein bisschen hier oben drauf. Aber ohne die Intention, dass das jetzt schon gleich zu 1000% hält. Sondern einfach nur so ein bisschen aufschmieren. Und ja, das ist wieder eine Riesensauerei. So, einfach gucken, dass ihr so an die Problemstellen, also gerade so dieses Türdichtband zum Beispiel, ja, einfach schon mal eine erste hauchzarte, also wirklich gar nicht dick, aber so eine hauchzarte Lage einfach drauf bekommt. So, das kann jetzt nämlich schon mal ein bisschen anbacken. Und in der Zwischenzeit kann ich jetzt die linke Seite noch verputzen und dann tue ich mich nachher oben deutlich leichter. Kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt übrigens ein gutes Beispiel dafür, wenn der Putz zu hart ist und ihr tragt den auf, fällt alles wieder runter. Also da gucken, wenn er zu fest wird, noch ein bisschen Wasser dazugeben oder neu anrühren. So, jetzt sind wir mit der ersten Runde verputzen fertig. Ich habe noch gar nichts geglättet, habe mir noch gar nichts Acht gegeben. Es ging jetzt erstmal nur darum, einfach Material da reinzubekommen. Und jetzt in der zweiten Runde gucken wir, dass wir einfach schon mal grob ausloten. Haben wir irgendwo zu tiefe Stellen, haben wir irgendwo zu hohe Stellen. Ziel ist ja, dass wir genau an diese Gummilippe ranputzen. Und das gleiche ich jetzt aus und erst dann wird geglättet, weil davor, es fällt euch eh alles sonst um die Ohren. Also ganz ruhig, lasst euch da gar nicht stressen. Ich habe das am Anfang alles viel zu hektisch gemacht. Ihr habt alle Zeit der Welt. Das Zeug wird nicht innerhalb von 5 Minuten hart. Das heißt, jetzt fange ich an, einfach mal so Lücken zu füllen. Vielleicht ein bisschen grob vorzuglätten, aber das Abschlussglätten mache ich jetzt noch nicht. Jetzt sind wir im Bild. Genau, jetzt kann ich es euch zeigen. Also hier sieht man zum Beispiel, dass eher zu wenig Material. Das heißt, ihr tragt ein bisschen was auf.
zieht es dann ein bisschen ab. Hier wäre jetzt zum Beispiel auch noch eine Lücke drinnen. Und natürlich könnt ihr physikalisch ganz schwer hier dran putzen. Das heißt, wenn ihr merkt, und das wird eigentlich immer so sein, ihr habt hier an der Innenseite zu wenig Material, dann nehmt ihr euch einfach ein bisschen was auf die Kehle. So. Hier jetzt zum Beispiel, hier hätte ich jetzt eine Lücke drin. Und die setzt ihr euch ein bisschen mehr zu euch. So ungefähr in die Mitte von der Leibung. So. Und jetzt mit ein bisschen Gefühl drückt ihr die Kelle, haltet ihr jetzt so, dass das Material zur Tür hinwandern muss. Also sprich, vom Winkel her eher, also kann man nicht erklären, dass es halt zur Tür hingedrückt wird. Und dann wandert euch das auch zum Türblatt eben hin. Genau. Und macht nicht den Fehler, jetzt schon zu meinen, das ist jetzt das perfekte Ergebnis. Wirklich, das kommt jetzt gleich erst. Erstmal machen wir so jetzt die ganze Leibung fertig. Was ihr noch machen könnt, ist, ihr habt ja hier auf der Türinnenseite dann diese, die habe ich euch vorhin gezeigt, diese Mulde, die nach oben einfach zwangsläufig zeigt. Und da putzt ihr ran. Das heißt, ihr könnt jetzt, um später ein besseres Gefühl dazu bekommen, wie viel Material noch ran oder weg muss, mit der Kelle einfach mal hier an der Innenseite so lang fahren. Seht ihr das? Da geht nämlich ordentlich was runter. Um einfach mal zu gucken, wo ihr eigentlich gerade steht. Ja, und wie viel Material, hier sieht es jetzt wieder ganz gut aus, noch ran oder weg muss. Das hilft euch nämlich am Schluss. Aber mit Gefühl, weil wenn ihr nämlich abrutscht, zieht ihr euch den ganzen Putz wieder runter. Deswegen schön mit Gefühl und vorsichtig. So. Jetzt das Ganze auch nochmal oben. Und dann machen wir das Ganze hier schön. So, und wenn jetzt alle Seiten ungefähr so aufgefüllt sind, wie sie sein müssen, dann nehmt ihr euch so eine Glättekelle. Kann aus Kunststoff sein, so wie die hier. Hat wieder den Hintergrund, dass ich mir die Tür damit nicht so leicht kaputt mache. Die kann aber auch aus Edelstahl sein. Ich würde nur gucken generell, dass ihr was Rostfreies nehmt, weil das ansonsten echt ärgerlich wird. Wie gesagt, ich bin mit den Kunststoffdingern eigentlich auch total zufrieden, weil die eben leichter sind, weil die Tür nicht kaputt machen, aber genauso gut funktionieren zum Glätten. Genau, und die nehmt ihr. Die solltet ihr vielleicht vorher einmal nass machen. Und dann glätten wir jetzt hier schön, indem wir einfach die Tür abziehen. Also meistens ist die Kelle ungefähr so breit wie die Tür und damit ziehen wir quasi jetzt einfach einmal alles ab. So, also ansetzen und dann nicht alles auf einmal, muss gar nicht. Da kommt dann hier ordentlich Material wieder raus, das ihr dann zum Beispiel hier oben schon wieder einbauen könnt, weil da noch ein bisschen was fehlt. So, das ein bisschen muss man gucken, dass man sich das schön verteilt. Ja. Aber im Prinzip wirklich einfach schön auch gucken, dass ihr an der Tür ansetzt, sonst wird es nichts. Seht ihr das? Wie schön glatt das wird und das komplett ohne Stress. Als ich das erste Mal gemacht habe, bin ich so rotiert und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, macht einfach nicht so viel Stress. Wie im Leben eigentlich auch. Also man lernt dazu. Genau, wenn ihr geglättet habt, sieht man das noch hier ungefähr. Hier ist ein größeres Loch, das habe ich mir jetzt reingezogen. Einfach wieder auffüllen. Und dann, also wenn ihr mal alles abgeglättet habt und ausgeebnet habt, dann würde ich wieder mit der kleinen Kelle arbeiten. Weil mit der geht das doch schöner zu dosieren. Und dann halt wieder jetzt ganz sanft und vorsichtig einmal wieder alles glatt machen.
Und denkt dran, wir filzen ja auch noch. Das ist wieder ein Glättemechanismus. Das heißt, das wird schon eben. Stresst euch da nicht. Außer es ist halt jetzt so, das wird dann nicht mehr eben, aber das versteht sich dann irgendwie auch von alleine. So. So, jetzt ist quasi einmal alles verputzt und so lassen wir das Ganze jetzt bestimmt eine halbe Stunde stehen. So, jetzt sind ungefähr mal 15 Minuten vergangen, 15, 20 Minuten. Das ist jetzt noch lange nicht trocken genug zum Filzen, aber es ist immerhin trocken genug, dass ihr jetzt alles ein bisschen sauber machen könnt. Jetzt hier innen vielleicht mal so ein bisschen überstehenden Putz wegmachen. Macht euch nämlich danach beim Streichen das Leben leichter. Nur wenn der zu nass ist, dann schmiert der. Und jetzt ist er halt trocken genug, dass man relativ gut den Putz abziehen kann. So. Und weiterer Vorteil, was man jetzt richtig gut machen kann, ist nochmal ein bisschen nachglätten. Weil der jetzt so eine Konsistenz kriegt, wo sich die Oberfläche beim Abziehen ein bisschen verschließt. Erst jetzt kann man mit Gefühl nochmal letzte Löcher zumachen. Auch nochmal letzte größere Unebenheiten und Löcher zumachen. Gerade so auch an der Tür. Da könnt ihr euch jetzt auch nochmal richtig Zeit lassen. Weil das ist überhaupt nicht zeitkritisch. Also bis ihr filzen könnt, es dauert mit Sicherheit noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn nicht noch länger. Kommt auch immer darauf an, wie feucht die Luft gerade ist, wie feucht ihr den Putz angerührt habt. Aber das ist nichts, was jetzt sofort passieren muss. Genau. Nicht zu verwechseln übrigens, wenn der Putzer bei euch durchs Haus läuft und das Maschinenputz ist, der bindet deutlich schneller ab. Die können schon gleich danach filzen, weil die nicht so viel Zeit haben. Aber für den normalen Otto-Normalverbraucher, der nicht so viel Zeit hat, beziehungsweise der mehr Zeit hat, muss das nicht sein. Da. Der alle Zeit hier braucht. Die Ecken habe ich noch nicht gemacht, die zeige ich euch jetzt auch noch. Die kann man jetzt entweder ganz vorsichtig abziehen oder man nimmt einfach irgendwas Quadratisches und guckt jetzt erstmal trotzdem, dass da nicht großartig was übersteht. Also dass die Ecke schon nahezu okay ist. So, das ist schön. Gucken, dass man schon ungefähr eine schöne Kante hat. Und dann mit irgendwas Quadratischem einfach nochmal in die Ecken reingehen. Es gibt dafür auch extra eine Kelle. Weil die habe ich nicht. Und dann einfach einmal ganz leicht durchziehen. Jetzt filzen wir das nachher alles und dann kann man, wenn es ist, nochmal nach dem Filzen kurz drüber gehen. Und dann sind die Ecken eigentlich alle in Ordnung. So, der letzte Akt vom Verputzen ist das sogenannte Filzen. Filzen bedeutet, man nimmt sich einen Schwamm. Da kann man entweder jetzt einen extra Filzkletter nehmen, ich stelle mich jetzt so, dass ihr mich seht, hallo, entweder einen Filzkletter nehmen. Das ist im Prinzip ein Schwamm auf einer Platte und weil der Schwamm auf der Platte ist, ist es
teurer. Oder ihr nehmt euch einfach so einen Schwamm, was das gleiche ist. Den gibt es oft im Baumarkt in der Fliesenabteilung, weil es genau so ein Schwamm ist, den man zum Beispiel auch hernimmt, um Fliesenfugen zuzumachen. Die sind dann auch günstiger, also der, keine Ahnung, kostet 2 Euro und so ein Glätter, so eine Putzapparatur kostet halt mal 10, 15 Euro. Das ist, weiß nicht, der nutzt sich auch relativ schnell ab, der Schwamm. Also ein ganzes Haus könnt ihr damit nicht verputzen. Deswegen, ihr könnt auch einfach einen Schwamm nehmen. Wichtig ist, dass der nass ist. Das heißt, ihr macht ihn in einem Kübel Wasser einmal ordentlich nass und bringt den dann auch wieder aus, dass der einfach noch ein bisschen Restfeuchte hat. Einfach, er ist ein bisschen nass, aber er ist halt schon ein bisschen ausgewrungen. So wie wenn man früher in der Schule halt die Tafel geputzt hat, einfach so ein bisschen Restnässe noch hat. Und dann geht man eigentlich her mit dem Schwamm und reibt damit so ganz vorsichtig über die Oberfläche mit absolut null Druck. Deswegen geht nämlich auch der Schwamm. Du brauchst die Platte dahinter nicht, wenn du ohne Druck arbeitest. Wenn du mit Druck arbeitest, brauchst du die Platte. Und wirklich absolut ohne Druck. Meine Hand, die liegt da fast nicht auf. Also ohne Druck kann man jetzt hier so drüber reiben. Das nennt man dann Filzen. Und das Ziel ist, dass quasi die Körnchen, die ja sowieso in dem Putz drinnen sind, so ein bisschen rausgewaschen werden. Dann kriegt ihr nämlich diese schöne raue Oberflächenstruktur. Ihr könnt beim Filzen selber auch noch ein bisschen die Oberfläche reparieren. Also wenn ihr seht, ihr habt hier irgendwo noch eher größere Löcher oder so drin, dann könnt ihr die beim Filzen auch noch ausbessern. Und wirklich Babypopo zart hier über die Wand drüber gehen. Ihr könnt es in Kreisbewegungen machen, ihr könnt es in Längsbewegungen machen. Hauptsache ist keine Kraft. Sonst drückt ihr euch das nämlich nur kaputt. Die Seite ist nämlich schon fast fertig. Den Schwamm, so nach so den Abschnitt, den ich jetzt gemacht habe, ungefähr, wenn er anfängt, sich unten zuzusetzen, einfach wieder auswaschen im Wasser, schön ausbringen, die Unterseite ein bisschen sauber machen. Dann wieder mit ein bisschen Restnässe. Ihr merkt es auch, wenn er zu trocken ist, dann schmiert es, und wenn er zu nass ist, dann schmiert es auch. Und wenn es genau richtig ist und ihr nicht fester andrückt, dann schmiert es auch nicht, sondern es kommt hier wirklich einfach nur ganz, ganz schön die Körnung zum Vorschein. Und alle, die jetzt aus Versehen oder schon vorher oder das Video angucken, wenn sie schon mal verputzt haben, einen Kalkgipsputz genommen haben, die werden sich jetzt denken, wieso geht es hier so schön, weil mir das nämlich auch passiert ist. Das geht hier so schön, weil einfach ein Zementputz sich viel, viel, viel schöner fließen lässt als ein Kalkgipsputz. Das heißt, wenn möglich, nehmt wirklich den Kalkgipsputz. Bleibt beim Filzen auch nicht zu lang auf der gleichen Stelle, weil was beim Filzen ja passiert ist, dass ihr im Endeffekt den Zement wegwascht, sodass die Steine zum Vorschein kommen. Also den Zement, Zementgipsgemisch, wie auch immer. Das wascht ihr zur Seite. Und wenn ihr das zu oft auf der gleichen Stelle macht, dann zieht ihr so eine Betonschlemme nach oben. Und das ist nicht gut für die Oberfläche, die kann dann rissig werden. So. Folgetag ist angebrochen. Das Ganze war jetzt ungefähr 12 Stunden, 13 Stunden jetzt beim Trocknen. Das ist noch nicht ganz durchgehärtet, aber ihr könnt deswegen jetzt trotzdem schon anfangen mit dem Streichen. Vor dem Streichen guckt, dass hier an den ganzen Kanten einfach nichts mehr hervorsteht. Dass da keine großen Putzkrümel mehr dran sind, die dann später nochmal irgendwie abbröseln könnten. Und dann könnt ihr eigentlich, ich nehme jetzt hier so ein kleines Mäuschen, könnt ihr im Prinzip die Leibung streichen. Oder wenn ihr noch gar nicht gestrichen habt, dann eben komplett alles. Das solltet ihr mindestens mit 2 Anstrichen machen, vor allem eben beim Zementputz, weil der deutlich dunkler ist als der Gipsputz. Also der Gipsputz, der hat schon so eine leicht gräuliche Struktur eher, eine hellgraue, und der ist halt richtig dunkelgrau. Und der ist auch nach dem Aushärten immer noch dunkelgrau. Das heißt, da unbedingt zweimal streichen. Wenn ihr jetzt merkt,
Boah, krass, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert mit dem Filzen zum Schluss. Also sprich, wichtig ist, dass der Putz eben ist, das müsst ihr unbedingt hinbekommen. Aber da habt ihr auch genug Möglichkeit dazu, aber das Filzen kann wirklich sein, dass es vielleicht aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Es gibt Hilfsmittel und die habe ich auch hergenommen. Und zwar gibt es zum Beispiel hier jetzt von Knauf oder auch von anderen Herstellern gibt es einen Rollputz. Rollputz ist im Prinzip eine Farbe, die eine Körnung drinnen hat, dass das Ganze am Ende auch aussieht, als wäre es verputzt. Das funktioniert relativ gut, vor allem wenn man eben nicht das Filzen so gut hinbekommen hat. Das ist super nochmal zum Nachbessern. Und das ist zum Beispiel auch total gut, wenn ihr später mal in der Wand Bohrlöcher schließen wollt oder so. Einfach mit ein bisschen Rollputz drüber gehen, das sieht man nie wieder. Also das Zeug ist wirklich, wirklich gut. Das wird bloß relativ schnell schlecht, habe ich gemerkt. Also das sollte jetzt wahrscheinlich nicht länger als ein Jahr oder so offen stehen, weil das anfängt zu schimmeln. Genau. Bei mir passt das aber jetzt mit dem Filzen eigentlich, deswegen streiche ich da jetzt einfach drüber. Jetzt ist der Rahmen einfach einmal durchgestrichen, die Laibung. Ich warte jetzt so 10 Minuten, dass die Farbe ein bisschen anpacken kann und dann streiche ich gleich drüber. Viele sagen ja, hey, warte mal noch einen Tag oder 12 Stunden, dass die Farbe durchtrocknen kann. Ich habe mein ganzes Haus so gestrichen, das hat wirklich gut funktioniert. Deswegen lasse ich das Ganze jetzt, weiß nicht, 10 Minuten stehen und dann gehe ich nochmal drüber. So, wenn ihr jetzt beim Streichen merkt oder am besten Fall davor schon, zum Beispiel hier oben in der Ecke, da ist noch ein kleines Loch drin oder diese Fuge ist nicht so schön geworden, die Ecke. Es spricht nichts dagegen, einfach ein bisschen Acryl zu nehmen und quasi dann so kleine Löcher, die noch im Putz drinnen sind, ja, einmal auszuspritzen. Und wenn ihr wollt, eben auch die Fuge oben einmal, das Eck, mit Acryl einfach nochmal ausspritzen. Dann halt eben mit dem Finger das Ganze so ein bisschen anarbeiten, dass es halt dann nach was aussieht. Einfach so ganz leicht. Zack. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Ein bisschen die Ecken. Sieht dann später keiner mehr. Also dann braucht ihr euch nicht stressen, wenn das mal nicht so gut wird. Wirklich für den absoluten Feinschliff kann man Acryl wirklich super, super verwenden. So. Jetzt ist eine halbe Stunde vergangen, die Farbe ist angetrocknet. Ihr solltet streichen, wenn ihr einfach merkt, dass die Farbe ein bisschen angetrocknet ist. Das ist hier jetzt der Fall, das heißt, ich gehe jetzt ein zweites Mal drüber. Und dann können wir eigentlich auch schon das Abklebezeug entfernen. So, das deckt jetzt auch richtig schön komplett weiß. So, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Die Laibung hier ist jetzt komplett durchgetrocknet. Die Laibung habe ich auch noch fertig verputzt. Wie gesagt, das ist eigentlich wirklich nicht schwer. Klebt sauber ab. Lasst euch einfach Zeit. Hetzt euch nicht. Wenn es mal nicht funktioniert, man kriegt den Putz auch super leicht wieder von der Wand runter. Es ist was anderes, wenn ihr jetzt eine große Wandfläche verspachteln oder verputzen wollt. Das ist dann nochmal, sage ich mal, was anderes, weil ihr da schon gucken müsst, dass euch nicht zu viel zu schnell hart wird. Aber gerade bei Laibungen habt ihr alle Zeit der Welt. Und wenn ihr erst eine Stunde später wiederkommt, bei der Laibung zum Beispiel bin ich erst später wiedergekommen, weil ich drinnen noch was fertig gemacht habe. Das macht eigentlich nichts. Also ihr habt wirklich alle Zeit der Welt. Macht beim Filzen einfach ganz locker, dann kriegt ihr hier so eine schöne Oberfläche hin. Genau. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ein Abo, wenn ihr noch keins dagelassen habt, natürlich auch gern. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach unten in die Kommentare reinschreiben, da gehe ich drauf ein. Wenn ihr selber professioneller Verputzer oder sowas seid und noch Tipps habt, dann lasst die bitte auch gleich noch mit da. Genau, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.